An einem Montagmorgen. So, Isabella, heute ist dein erster Schultag. Ja, Mom, ich weiß. Und deshalb komme ich auch mit in die Klasse. Die neuen Schüler fragen sich bestimmt, wer du bist. Ja, eigentlich bin ich ja neu und nicht die. Komm, das schaffst du schon. Ich meine, wir haben schon so oft die Schule gewechselt und nie die richtige gefunden. Vielleicht wird es diesmal diese. Ja, Mom, aber ich schaffe das schon ganz alleine. Du brauchst definitiv nicht mitkommen. Ach, das ist doch kein Problem. Der Lehrer möchte mich bestimmt auch einmal sehen. Mom, bitte nicht. Das mögen die Schüler nicht. Poch, na, dann muss ich da ja was verändern. Das ist genau ein guter Grund dafür. Oh, Mom, bitte nicht. Doch, ich gehe jetzt in deine Klasse rein. So, liebe Schüler, guten Morgen. Guten... Ja, genau, das reicht schon. Ich wollte euch heute eine ganz andere Nachricht verkünden, denn wir fangen heute anders mit dem Unterricht an. Bitte nicht wieder dieses Mathe-Quiz. Danke, Brownie, aber das habe ich schon gehört. Nein. Entschuldigung. Ja, kein Problem, wir haben uns da schon verabredet. Wird das unsere neue Lehrerin? Wenn ja, ist sie cool. Das weißt du doch noch nicht. Nein, ich bin die Mutter von Isabella. Um das kurz schon mal vorwegzunehmen, Isabella ist jetzt die neue Schülerin, die ihr bekommen werdet. Das war genauso mit Blackie auch. Ich kam nur einen Tag zu spät, hallo? Naja. Ist die Isabella denn auch da? Ja, natürlich. Komm her. Oh Mann. Hallo, Klasse 8a. Ich bin Isabella und ja, das ist meine Mutter. Ja, das haben wir schon gesehen und das wussten wir auch jetzt schon. Sei doch nicht mal so unfreundlich, meine Güte. Sie ist neu. Ich wünsche dir einen schönen Schultag hier, ja? Tschüss, ich hole dich später ab. Viel Spaß euch allen. Wir sehen uns. Tschüss und ich bringe morgen Kekse mit. Ah, die Mutter ist so peinlich. Ja. Sie ist eine sehr nette Mutter. Also, wollt ihr ein Elterngespräch? Wir sind keine Eltern. Nein. Sollen eure Eltern mit mir ein Gespräch halten? Nein. So, Isabella, du hast natürlich eine sehr schöne Mutter und sehr nette, ich meine sehr schönen... Er mag sie. Ja, schon lustig. Du darfst dich neben Snow setzen. Kann ich nicht woanders in Einzelplatz? Der wäre mir lieber. Nee. Das sage ich dann meiner Mutter. Ich überlege mir das noch einmal. Heute wird's reichen. Hey, ich bin Snow. Ja, ich habe Ohren, das habe ich gerade schon gehört. Hey, wollen wir Freunde sein? Ja, bitte. Wenn ihr wollt, klar. Aber gut, steigen wir jetzt schon mal in den Unterricht an. Ich meine, ihr seid gerade erst in die 8. Klasse gekommen, Mann. Fangen wir dann an mit Mathe, wie es auf dem Stundenplan stand, wie ihr es wahrscheinlich schon gesehen habt. Der Unterricht war zu Ende und die Pause begann. Oh, Isabella hat ihre Trinkflasche und ihr Essen vergessen. Das darf nicht sein. Dann bringe ich es ihr einfach vorbei. Mein erster Tag in dieser Klasse und er begann schon so. Nicht mal der erste Tag, sondern die ersten Stunden. Wie kann es denn noch werden? Hey, ich bin Lucy. Und ich bin Snowflake, weil ich eine, Schneeflocke auf dem Kopf habe. Aber das ist jetzt egal. Schön, dich kennenzulernen. Wir wollten dich eigentlich besser kennenlernen und wir finden es cool, dass wir eine neue in der Klasse haben. Ja, wirklich. Erzähl uns ein bisschen aus deinem Leben. Ich aus meinem Leben? Ich soll was erzählen? Ich heiße Isabella und mehr auch nicht. Ich weiß. Ich kann das aber nicht, okay? Ich bin erst ganz neu. Und früher in meiner alten Klasse waren alle... Jeder für sich. Und jetzt neue Freunde zu finden, finde ich irgendwie komisch. Es ist halt ein anderes Gefühl. Dann wird es mal Zeit, dass du Freunde kennenlernst. Dazu gehören ganz viele Umarmungen. Oh, ihr seid voll nett. Normalerweise ist es, glaube ich, nicht so, dass die Neue so gemocht wird. Aber jetzt schon. Was willst du denn damit sagen? Ja, die haben immer einen schweren Anfang, weil sie neu sind. Okay, ich glaube, das reicht mit dem Gruppenkuscheln. Die gucken uns schon komisch an. Wollen wir Wahrheit oder Pflicht spielen? Ja, gerne. Was sagst du dazu, Isabella? Oh, ich habe mich gar nicht vorgestellt. Oh, ich mich auch nicht. Tut mir leid, ich bin Gray. Ja, ein bisschen komischer Name für mich. Aber ich bin ja auch grau. Ich bin Lucky. Ihr habt schöne Namen. Oh. Ui, 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 ui.
mein Püsteblümchen. Was für... Wartet mal, wer ist da? Es ist wieder ihre Mutter. Du hast deine Brotdose und dein Trinken vergessen. Vor allem die Brotdose mit der Prinzessin drauf. Das ist doch deine Lieblingsbrotdose. Ja, Mama. Danke. Ich habe sie dir schon ins Klassenzimmer gelegt. Toll, Mama. Ich habe gerade neue Freunde gefunden. Oh, das hört mich ja... Das freut mich ja voll, das zu hören. Supi. Ich würde dann sagen, ich gehe da mal wieder, ja? Tschüss, viel Spaß euch noch in der Schule. Oh Mann, ey, wieso denn jetzt auch noch? Hey, komm doch, das ist doch voll cool, so eine Mutter zu haben. Nein, ich find's doof. Ich find's cool. Was sagt ihr? Naja, okay, lasst uns Wahrheit oder Pflicht spielen. Okay, ich fang an. Eine Frage für Isabella. Wahrheit oder Pflicht? Die Wahrheit. Mag sein aus unserer Klasse. Von den Jungs. Hallo, ich kenne sie erst seit 2 Stunden. Woher soll ich das denn wissen? Und ich mag eigentlich nicht jeden. Na, doch. Okay, das muss ich jetzt nicht verstehen, aber okay. Wahrheit oder Pflicht? An mich? Ja. Ja, Wahrheit. Wieso ist dein Lieblingswort okay? Das ist gar nicht mein Lieblingswort. Oh nein! Leute, so macht man das nicht richtig. Oh Mann, das macht keinen Spaß. Ich gehe. Ich gehe kurz auf Klo. Na, vielleicht habe ich in der Pause mehr Glück. Ich wollte nur... Isabella, alles gut. Du kannst hier gerne bleiben. Nee, tut mir leid. Ich muss doch nochmal auf Klo. Wie heißt der nochmal? Herr... Milky Way. Was ist das für ein Name? Stimmt. Steht er doch drauf auf der Tür. Okay. Oh Mann, ich halte das hier nicht mehr aus. Vielleicht wird es ja morgen besser. Aber solange alle mich auslachen und... Okay. Isabella, ganz ruhig. Dring, dring. Schön, die Pause ist zu Ende. Ich habe wenigstens die erste Klassenzimmer. Herr Milky Way, schön, dass ich Sie sehe. Ja, das freut mich auch. Jetzt muss ich noch neben Snow sitzen. Könnten Sie bitte eine andere Sitzordnung verteilen, bitte? Ja, Isabella, ich habe schon drüber nachgedacht. Aber erstmal fand ich diese Sitzordnung sehr gut. Hey, wieso hast du uns angelogen? Das war nicht schön. Wir dachten, du bist unsere Freundin. Ich war nur auf Klo. Das sah aber anders aus. Wir haben dich genau beobachtet. Du bist nur in den Klassenraum reingegangen. Hast dann mit Herrn Milky Way geredet und wieder abgehauen. Wenn wir dich genervt hätten, hättest du uns das sagen müssen. Was? Nein, ihr nervt gar nicht. Das wollte ich nicht. Ich fand das nur ein bisschen... Sag doch einfach, du magst uns nicht. Bitte, glaubt mir, ich mag euch. Und wieso weint sie? Wieso macht er sie traurig? Leute, schon eine Minute ist vergangen. Ich möchte meinen Unterricht starten. Ich dachte, sie wären nett. Wir wollen die richtige Isabella. Was für eine richtige Isabella? Ich bin die richtige Isabella. Wir wollen die Isabella zurück, die so nett war. Ah, ich war doch richtig nett. Als Schulschluss war. Isabella, Schätzchen. Hey, was ist los? Mama, ich hatte keinen guten Schultag. Isabella hatte ihr alles erzählt. Und ihre Mutter war sehr traurig. Sowas wollte sie nämlich nicht für ihr Kind, sodass sie sich bei Herrn Milky Way besperrt hatte. Findet heraus, was als nächstes passiert in der 2. Folge. Also abonniert diesen Kanal. Tschüss.